Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich körperlich, geistig zu optimieren. Ihr kennt das, wird ja schon seit Jahren die Sau durchs Dorf getrieben, und zwar diese 6, 8, 10 Wochen und 12 Wochen Transformationsprogramme, die für die meisten Menschen, also fast nur, sind gute 90%, sind genau diese Programme zum Scheitern verurteilt. Warum denn? Weil Maßnahmen ergriffen werden, die dauerhaft sogar nicht umsetzbar sind. Das ging vor 6, 7 Jahren los mit den ersten Ich mache dich völlig krass.de und so weiter, solchen Programmen. Da wurden dann Pauschalprogramme rausgehauen, wo die Garantie war, durch das wenig Essen, dass diese Menschen definitiv natürlich abgenommen haben, weil keine Rücksicht genommen wurde, welchen Beruf, wie groß, welches Geschlecht, wie viel Sport, sondern es wurde pauschal einfach wenig gegessen. Die Leute haben auch tatsächlich dann zum Teil krasse Entwicklungen hingelegt nach 6, 8 bis 10 Wochen, aber nach Abschluss des Ganzen, nach 8 bis 10 bis 12 Wochen, 2, 3 Wochen später, hatten sie wieder 5, 6 Kilo drauf. Und wenn man heute Leute trifft, die solche Programme gemacht haben, dann sind die heute wieder genau im gleichen Zustand, wie sie dortmals waren. Warum? Weil sie in den 6, 8 bis 10 Wochen nichts gelernt haben. Das ist immer das Problem ist, dass der Mensch in der Regel was sucht, wo er mit wenig Aufwand, energetisch wenig Aufwand, innerhalb von kürzester Zeit das wieder gut macht, was er teilweise über Jahre hinweg, teilweise sogar über Jahrzehnte hinweg nicht gemacht hat. Der Wunsch, die Forderung ist da, ohne großen Aufwand, ohne großen energetischen Aufwand, ohne großen Zeitaufwand ein maximales Resultat zu erreichen. Das ist für den größten Anteil aller Menschen zum Scheitern verurteilt. Wird nicht funktionieren. Warum? Weil man da in der Regel für 6, 8 bis 10 Wochen eine krasse Maßnahme ergreift, die dauerhaft mit dem sozialen Umfeld nicht vereinbar ist. Und dann ist es von vornherein zum Scheitern verurteilt. Warum? Weil auch diese Forderung, die von der Person erstellt wird, zu sagen, ja, ich nehme jetzt 20 Kilo ab, ich nehme 25 Kilo, 15 Kilo ab, innerhalb von 6, 8 bis 10 Wochen, wo ich vorher 1, 2 Jahre dafür gebraucht habe. Das ist eine Forderung, die mit der Realität nicht vereinbar ist. Das funktioniert nicht, das wird nicht funktionieren. Also ist es zum Scheitern verurteilt. Deswegen ist meine Empfehlung, wenn ihr dauerhaft Erfolg haben wollt, gibt es natürlich unterschiedliche Strategien. Es gibt Menschen, die können ihren Switch machen und können sagen, ab sofort trainiere ich 3 bis 4 Mal in der Woche, ab sofort werde ich mindestens bzw. in der Woche 18 bis 21 gesunden Mahlzeiten zuführen. Es gibt Menschen, die können das, die brauchen das auch. Es gibt aber auch Menschen, die genauso nicht funktionieren. Dieser andere Anteil kann man auch praktizieren, regelmäßig 3 bis 4 Mal Sport in der Woche, 3 gesunde Mahlzeiten am Tag, das geht, wenn es keine krasse Maßnahme ist, sondern wenn die Umstellung so aufgebaut ist, dass diese dauerhaft umsetzbar ist, dann kann man sowas machen. Es gibt aber auch noch einen anderen Anteil von Menschen die Möglichkeit, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Jeden Tag nur ein kleines bisschen besser zu werden. Zum Beispiel fangen wir mal an, dass man sagt, okay, ich steige jetzt ein, indem ich ab sofort für die nächsten 10 Tage sämtliche gesüßten Getränke in Form von Cola, Fanta, gesüßter Sprudel, was es da alles gibt, auch Fruchtsaft schon und so weiter, so weit wie möglich eliminiere. Am besten gar nichts mehr trinken davon. Ist eine Möglichkeit. Und das einfach mal 10 Tage machen. Das nächste wäre, okay, ich habe die ganze Zeit nicht gefrühstückt. Also erst 10 Tage Getränke weglassen, ersetzen durch Wasser und dann kommen die nächsten 10 Tage. In den nächsten 10 Tagen zum Beispiel sagen, okay, ich habe die ganze Zeit nicht gefrühstückt und bedingt dadurch, dass ich nicht gefrühstückt habe, bin ich dann eben um 10 Uhr zum Bäcker gelaufen, habe mir dann eine Butterbrezel geholt, ein Hörnchen oder ein Croissant oder sonst irgendwas. Das war nicht gesund für mich, das war nicht gut für mich. Ab sofort werde ich in den nächsten 10 Tagen zumindest die 5 Tage unter der Woche von montags bis freitags, wo ich in den Beruf gehe, wo ich arbeite, werde ich ab sofort zu Hause ein gesundes Frühstück essen und werde diesen Gang zum Bäcker vermeiden. Die nächsten 10 Tage. Haben wir das auch erreicht? Nächster Step erreicht. Das ist so eine Marathon-Etappe bis zur nächsten Kreuzung. Ich habe es erreicht, weil die 42 Kilometer sind ganz weit weg. So, dann haben wir die 10 Tage erreicht, dann kommen die nächsten 10 Tage. Habe ich auch erreicht, 5 Tage unter der Woche habe ich nichts vom Bäcker geholt, keine Süßigkeiten, keine süßen Stückchen gegessen, keine Croissants, sondern gesund gefrühstückt. Wieder Party machen, warum? Weil man Erfolg gehabt hat. Man hat Erfolg gehabt auf dieser Ebene.
So, nächster Step. Nächster Step wäre, okay, ab sofort mache ich 2 Abende 15 Minuten Walking für die nächsten 10 Tage. Nächstes Vorhaben, 2 Mal in der Woche 10 bis 15 Minuten abends Walking. 10 Tage rum, yes, habe ich geschafft und sind die ersten 1, 2, 3 Pfund sind weg. Gut, wie geht's weiter? Okay, jetzt könnte ich ja für die nächsten 10 Tage nochmal um eine Einheit erhöhen. Ich mache 3 Einheiten, 2 Einheiten in der Woche abends, 15 Minuten Walking und ab sofort kommt am Wochenende, Samstag oder Sonntag, eine Einheit dazu von 1/2 Stunde. Die nächsten 10 Tage diese 1/2 Stunde am Wochenende dazu. 10 Tage später, yes, wieder erreicht. Und so kann man sich Step by Step verändern. Das heißt, einen Switch hinbringen, ohne dass der Stressfaktor zu hoch ist. Denn diese krassen Transformationen, die führen bei vielen Menschen nur dazu, dass sie sich extrem überfordert fühlen, dass sie sich extrem unter Druck fühlen. Und vor allem, wenn dann ein Part nicht funktioniert, dass diese Menschen dann direkt verzweifelt sind, direkt über sich selber sich ärgern und dadurch nicht mehr motiviert sind. Und wenn sie nicht mehr motiviert sind, dann wird dieses Vorhaben irgendwann, früher oder später, sowieso abgebrochen. Deswegen gibt es für mich 2 Wege. Das ist der eine Weg, wo man wirklich sagt, was Menschen gibt, die sagen, ja, ist für mich kein Problem, ich werde mich ab sofort gesund ernähren, ich habe am Tag 3 Mahlzeiten, ich werde 3 Einheiten bis 4 Einheiten Sport in der Woche machen, 60 Minuten, ich habe ein gutes Zeitmanagement, ich habe mir das gut eingebaut, ich habe geguckt, kriege ich das hin? Also eine Forderung an mich selber gestellt, für die Leute, die ist möglich, ist umsetzbar, das ist ein Part. Und dann gibt es einen anderen Part von Menschen, die einfach so diese Marathon-Etappen-Methode machen. Erster Punkt, wie ich gesagt habe, 2. Punkt, 3. Punkt. Immer stufenweise etwas optimieren für 10 Tage, für 8 Tage, für 5 Tage, für 14 Tage. Das ist jedem selber überlassen. Und da auch nochmal ein ganz wertvoller Tipp, geht her und macht euch dafür eine Liste. Schreibt euch mal eine Liste auf, was könntet ihr jetzt in Zukunft ändern? Was sind Dinge, die ihr abstellen könnt, ohne dass ihr euch zu groß stressen. Einfach ein Punkt nach dem anderen. Nicht zu viele Baustellen gleichzeitig aufreißen. Denn das sieht man ja in mancher Stadt, wo dann 25 Baustellen aufgerissen wurden, nicht miteinander koordiniert, dann gibt es ein Chaos im Verkehr. Und genau der Chaos kann auch bei Menschen entstehen, wenn sie zu viele Dinge gleichzeitig wollen. Wenn man das Ganze noch verbindet, dass man sich natürlich auch mit der Realität vereinbare Ziele setzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass du damit Erfolg haben wirst. Was meine ich mit Vorhaben, mit der Realität vereinbar? Ganz einfach, wir haben immer Forderungen an uns selber, weil in der Regel kommt die Forderung nicht von außen, von jemand außen sagt, du musst jetzt 25 Kilo abnehmen, du musst jetzt 4-mal Sport betreiben in der Woche, sondern diese Forderung stellen wir an uns. So, und jetzt kommen Menschen und sagen zum Beispiel, ab sofort mache ich 6-mal Sport in der Woche, 2 Stunden. Kriege ich hin, bin voll motiviert. So. Und er arbeitet in der Woche 50 Stunden, hat eine Familie und hat 2 Kinder. Ist diese Forderung damit der Realität vereinbar? Nein, wird sie nicht, weil das soziale Umfeld, das gesamte Zeitmanagement wird nicht funktionieren. Vielleicht für 1 oder 2 Wochen, danach wird es zum Scheitern verurteilt sein. Was bedeutet das? Richtig, Forderung war zu hoch, nicht erreicht, Motivation in den Keller runter. Genau deswegen auch immer überlegen, ob die Forderung, die wir haben, ob die mit der Realität vereinbar ist. Und wenn man diese Faktoren berücksichtigt, auch diese Marathon-Etappen-Methode von einer Kreuzung zur anderen, nicht gleich an die 42 Kilometer denken, die man gar nicht zieht, und dazu die Forderung anpassen, realistische Forderung, dann wird man Erfolg haben. Garantiert. Garantiert habt ihr damit Erfolg. So, jetzt seid ihr dran. Wenn ihr sagt, ihr braucht jetzt einen Coach, der euch dabei unterstützt, dann biete ich mir den hiermit an. Ganz einfach, schaut mal in die Shownotes rein. Da findet ihr den Link, wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr bald bei mir im Gespräch sein, bald bei mir in Beratung sein, denn die erste Stunde ist völlig gratis. Jetzt bist du dran. Ich wünsche euch bei allem, was ihr tut und vor allem bei der Umsetzung von dem, was ich euch jetzt gerade gesagt habe, ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß. Bis dahin, macht's gut. Hier war Andreas Triembacher, bekannt als Mr. T.